bin Simon. Heute beginne ich ein neues Buch vorzulesen, und zwar Pop, eine Gebrauchsanweisung von Mike Brüggemeier. Nachdem ich mich bei den letzten Büchern mit der klassischen Literatur beschäftigt habe, freue ich mich diesmal umso mehr, in ein ganz anderes Genre einzutauchen. Und Pop beschäftigt sich auf sehr unterhaltsame Weise mit der Geschichte und der Entwicklung von Popmusik. Der Autor dieses Buches ist Redakteur beim bekannten Rolling Stone Magazine und hat es geschafft, die großen Themen der Popgeschichte nicht nur informativ, sondern auch kritisch zu beleuchten. Es werden spannende Fragen gestellt, wie zum Beispiel: Warum war die letzte Pop-Revolution weiblich? Darf ich die Musik von Vergewaltigern hören? Ist Pop politisch? Aber auch vermeintlich ganz einfache Fragen wie: Wie schreibe ich eigentlich einen Song? Meiner Meinung nach ist dieses Buch nicht nur für absolute Musik-Nerds interessant, sondern einfach für jeden, der gerne Musik hört. Und egal ob Beatles oder Billie Eilish. Für diese Reihe habe ich eine ganz besondere Location gefunden. Und an dieser Stelle ein großes Dankeschön an Denis, dass wir hier in seinem Lokal Podium in Wien aufnehmen dürfen, das wirklich einige sehr schöne Hintergrundkulissen bietet. Schreib mir auf alle Fälle in den Kommentaren, was dein persönlicher Bezug zur Popmusik ist. Was hörst du gerne? Was sind deine Gedanken zu den gestellten Fragen in diesem Buch? Es würde mich freuen, wenn ein spannender Austausch entsteht und du mich auf dieser Reise durchs Podium und durch die Popgeschichte begleitest. Viel Spaß! Gebrauchsanweisung von Mike Brüggemeier. Kapitel 1. Pop ist überall und jeder redet über ihn. Oder ist es eine Sie? Man spricht von Pop-Art, Pop-Musik, Pop-Literatur und sogar Pop-Kultur, und jeder scheint zu wissen, was damit gemeint ist. Dabei denken die einen vielleicht zunächst an Andy Warhol, der die bunte Nachkriegswelt des Konsums in seiner Kunst abbildete und Suppendosen zu Kunstwerken erklärte. Andere eher an die Musik der Beatles oder die Inszenierungen und Verkleidungen von David Bowie, an die Superstars der 80er Madonna, Michael Jackson und Prince, an das Glamour-Paar Jay-Z und Beyoncé oder an die schauspielende Sängerin oder singende Schauspielerin Lady Gaga. Wieder andere rümpfen die Nase, assoziieren mit dem Wort vor allem das Triviale und Oberflächliche der heutigen Kultur, die für das pure Amüsement und die Zerstreuung der massenproduzierten Produkte der Unterhaltungsindustrie, und vergessen dabei, dass auch die subkulturellen Ursprünge von Punk, Reggae oder Hip-Hop nichts anderes sind als Pop. Für ein Buch, das behauptet, eine Gebrauchsanweisung zu sein, scheint es mir jedoch zunächst sinnvoll, sich diesem allgegenwärtigen Phänomen nicht über Kunst, Künstler oder Kulturtheorie zu nähern, sondern über etwas, das wir alle immer griffbereit haben. Pop findet man beispielsweise oft in Hosen, Mantel oder Umhängetaschen. Es wäre jetzt an der Zeit, mal nachzuschauen. Nichts gefunden? Nur einen Schlüsselbund, ein etwas zerfasertes und verkrumpeltes Taschentuch, ein Mobiltelefon und zwei Pfandmarken von irgendeinem Konzert, die nicht eingelöst wurden, weil es schon spät und die Schlange vor der Theke zu lang war? Ist auf dem Telefon eine App zum Abspielen von Musik und eine zum Abspielen von Videos? Und ein Internetbrowser mit ein paar Lesezeichen zu irgendwelchen bevorzugten Zeitungen und Magazinen, deren Lektüre in der U-Bahn oder beim Arzt die Zeit verkürzen? Und sind da vielleicht auch noch ein paar Bookmarks zu Seiten von Online-Versandhäusern für Kleidung, Bücher, Inneneinrichtung? Sicher findet sich auch ein E-Mail-Programm und im Posteingang sind einige Nachrichten von Freunden, die von den neuesten Songs, Serien oder Büchern schwärmen oder nach einer Begleitung fürs Kino oder ein Konzert in der nächsten Woche suchen. Pop ist all das. Besteht aus Klängen, Bildern, Texten, Kleidung, Artefakten und Gesprächen, die sich in unserer Massenkultur verbreiten. Pop ist ein Bedeutungszusammenhang, der sich um ein Produkt der Musikindustrie herum entfaltet. So haben die meisten Texte in diesem Buch ihren Ausgangspunkt zwar in der Musik, doch die anderen oben genannten Elemente schwingen immer mit. Die Musik an sich ist erstmal ein Produkt der Unterhaltungsindustrie. Doch indem wir uns damit beschäftigen, sie teilen und uns darüber austauschen, wird daraus das, was wir Pop nennen. Ein Song wird für uns erst relevant und aufregend, wenn er auf unser Leben trifft.
Als ich im Oberstufenraum des Johannes-Kepler-Gymnasiums im westfälischen Ibbenbüren zum ersten Mal die amerikanische Band Pavement hörte, die ein älterer, mir nicht bekannter Schüler in den Schulkassettenrekorder gelegt hatte, änderte das alles. Ich glaube, es war der Song Here, in dem der Sänger Stephen Malkmus anfangs äußerst gelangweilt quengelt: I was dressed for success, but success it never comes. And I'm the only one who laughs at your jokes when they are so bad. And your jokes are always bad, but they're not as bad as this. Wenige Wochen später hatte ich dank der Informationen, die ich mir mühsam aus dem Musikfernsehen und britischen Musikmagazinen geholt hatte, nicht nur einige Freunde von der weltbewegenden Wichtigkeit dieser Band überzeugt. Manche trugen, so wie ich, bald auch ähnliche Frisuren wie Malkmus, hatten sich ein seinem Stil würdiges Hemd gekauft und trugen die gleichen Retro-Turnschuhe. Seine hängerisch kraftlose Haltung und die ungelenk schlaksigen Bewegungen musste ich nicht extra einstudieren, die hatte ich von Haus aus drauf. Und seine Verweigerungshaltung gegenüber jeder Art von falscher Pose und kommerzieller Vereinnahmung war mir sofort sympathisch. Popmusik scheint also mehr zu sein als ein paar Akkorde und ein bisschen Gesang, nämlich ein komplexer Zusammenhang aus kulturellen Zeichen und versteckten Codes, Praktiken und Strategien, Outfits, Haltungen und Geschichten. Pop ist Teil des kapitalistischen Systems und stellt sich zugleich manchmal dagegen. Und so wie ich den Begriff in diesem Buch verstehe, war sein Nährboden der nach Ende des Krieges durch zunehmendem Wohlstand größer werdende Markt junger Menschen mit ausreichender Kaufkraft. Immer mehr Haushalte hatten mit dem Fernseher ein Fenster in die aufregende, bunte, weite Welt. Auch wenn die zunächst noch in Schwarz-Weiß erschien. Und immer mehr Jugendliche hatten Geld, das sie hauptsächlich dafür ausgeben wollten, an dieser Welt teilzuhaben. Sie wollten die engen Grenzen ihres Elternhauses sprengen. Sie wollten nicht länger still in Kinosesseln sitzen und die Sehnsüchte anderer nachempfinden. Sie wollten sich bewegen. Sie wollten ausbrechen. Sie wollten Spaß haben. Sie sahen und hörten Sänger, die genau davon erzählten und dazu zuckten, als würden sie sich wie der große Entfesselungskünstler Harry Houdini aus den Ketten befreien, die die Gesellschaft ihnen angelegt hatte. Chuck Berry, Little Richard, Jerry Lee Lewis, Elvis Presley, Buddy Holly. Vor allem diese fünf zettelten eine Revolution an, verdrehten einer Generation den Kopf und auch die Jugendlichen nachfolgender Generationen liefen daraufhin mit verdrehten Köpfen herum und unterhielten sich in dieser Sprache, die jeder von ihnen verstand und durch die jeder von ihnen Individualität ausdrücken konnte. Denn obwohl die Popmusik ein Massenphänomen war, konnte man sich über die kleinen Unterschiede und Abweichungen als Individuum definieren. Durch die Bands, die man hörte, und noch mehr durch die, die man nicht hörte. Durch die Zeichen, die man mit seiner Kleidung und seiner Frisur vermittelte. Über die Art, wie man sprach und wie man tanzte. Und die Magazine, die man las. Die feinen Unterschiede waren mindestens genauso wichtig wie das Verbindende. Doch das hat sich mittlerweile geändert. In einer Zeit, in der jede Form von Musik jederzeit verfügbar ist, muss man sich nicht mehr entscheiden, was man für seine begrenzten Ressourcen kaufen und hören will. Und somit, wer man sein will. Man bezahlt höchstens ein Abo für einen Streamingdienst und hört einfach alles. Am Morgen ist man ein Mönch in seiner Klause und lauscht Johann Sebastian Bach. Mittags ist man 80er-Jahre-Popper und wippt den Kopf zu den Pet Shop Boys. Nachmittags fühlt man sich als Mode, genießt den Soul der Impressions und peitscht sich mit der Who auf. Wird mit den Get-Up-Kids zum Emo, mit den Buzzcocks zum Punk, zerstört diese Identität mit ein bisschen Pink Floyd, um dann mit dem Rapper und Pulitzer-Preisträger Kendrick Lamar und der Neo-Soul-Sängerin Erykah Badu den Tag zu beschließen. Jeden Moment jemand anders sein zu können, auch das ist eine Freiheit, wie sie nur die Popmusik bieten kann. Andererseits ist in dieser neuen Form der Nutzung von Musik auch eine gewisse Beliebigkeit und Unverbindlichkeit angelegt. Der Bedeutungszusammenhang löst sich auf. Es gibt keine ausgeprägten Haltungen mehr, keine Outfits, keine Szenen. Und auch die Texte, die einem kulturelle und soziale Zusammenhänge zur Musik aufschlüsseln und Geschichten darüber erzählen können, werden immer seltener gelesen. Heute lässt man sich von Algorithmen leiten, die einem zeigen, was man hören soll,
warum man das tun soll, erklären sie allerdings nicht. So bleibt man als Hörer in der Gated Community seines einmal anhand von Eckdaten festgelegten Geschmacks gefangen. Jede Form von Reibung und Irritation wird vermieden. Der Dissens und die Distinktion, die einst entscheidend waren für die identitätsstiftende Kraft der Popmusik, gehen damit verloren. Das Wissen über die feinen Unterschiede und die großen Fragen verliert allmählich an Bedeutung. Das merken vor allem die Musikmagazine und Kritiker, deren Vermittlerfunktion und Einordnungen nicht mehr so gefragt sind wie früher. Die Künstler kommunizieren über soziale Medien direkt mit ihren Fans anstatt Journalisten, wie etwa dem Autor dieses Buches Interviews zu geben. Jede ihrer Äußerungen ist mehrfach vom Management gecheckt. Die Instagram-Story hat den Artikel ersetzt und das Marketing den Mythos. Musik wird in Playlists eingeordnet und nicht mehr in ein subtiles, persönliches Raster, das man aus Plattenkritiken oder Abhandlungen über Stile, Szenen oder Künstler entwickelt hat. Es ist sicher kein Zufall, dass in der ersten Hälfte der 10er-Jahre dieses Jahrhunderts gleich 4 gewichtige Werke erschienen sind, die sich mit der Geschichte der Popmusik beschäftigen und ein bisschen wirkten, als seien es eigentlich vorgenommene Nachrufe auf eine alte Industrie und ein tradiertes Popverständnis. Der britische Musikjournalist Simon Reynolds, Jahrgang 1963, beleuchtete 2012 in seinem Buch Retromania die Sucht der Popmusik nach ihrer eigenen Vergangenheit. Schrieb über die vielen Wiederveröffentlichungen alter Platten und über Reunions ehemals großer oder auch nicht so großer Bands, die das kriselnde Musikgeschäft am Laufen halten und einem den Eindruck vermitteln, Popmusik musealisiere sich zunehmend selbst. Im Jahr darauf lieferte der britische Musiker und Autor Bob Stanley, Jahrgang 1964, mit Yeah Yeah Yeah, The Story of Modern Pop, gewissermaßen den, übrigens sehr unterhaltsamen und kenntnisreichen, Ausstellungskatalog zu diesem Popmuseum. Deutschlands führender Theoretiker in Sachen populärer Musik, Dietrich Diederichsen, Jahrgang 1957, legte 2014 unter dem Titel Über Popmusik ein von seinem Verlag als Opus Magnum angepriesenes 500-seitiges Werk vor, indem er sich daran macht, diesen schillernden und flatterhaften Gegenstand namens Pop theoretisch aufzuspießen und in einen Schmetterlingskasten einzusortieren. Sein Kollege Karl Bruckmeier, ebenfalls Jahrgang 1957, tat es ihm in seiner auch sehr lesenswerten und überaus originellen Story of Pop ein Jahr später mit eher erzählerischen Mitteln gleich. Als Redakteur der deutschen Ausgabe des Rolling Stone, der in den vergangenen Jahren vermehrt sogenannte alte Helden auf seinen Titelblättern präsentierte, bin ich, Jahrgang 1976, selbst ein Teil der Pop-Musealisierungsmaschine und gehöre zu den Vermittlern, Zwischengängern und Einordnern, die durch soziale Medien und Algorithmen vom Aussterben bedroht sind. Ich habe mich schon in jungen Jahren vor allem in die Vergangenheit des Pop verliebt. In klassische Songs mit herrlichen Melodien und Harmonien, die man mitsingen kann. In Gitarrenbands und Diven, in Mythen und Legenden, Plattenspieler und Tonbandgeräte. Ob sich diese Vorliebe in diesem Buch niederschlägt? Natürlich tut sie das. Wenn man von der Faszination eines Gegenstands erzählt, sollte man bei sich selbst anfangen. Gerade wenn es um Popmusik geht, diese in wahren Form gekleidete Form des Individualismus. Und ja, vieles lässt sich anhand der Beatles und Bob Dylans erklären, Künstlern, die uns allen mehr oder weniger vertraut sind, die Grundlagen für die Popmusik gelegt haben, wie wir sie heute kennen, und deren Werk ich liebe, seit ich in jungen Jahren zum ersten Mal einen Ton von ihnen gehört habe. Diese Art der Beschäftigung mit Musik ist vielleicht dem Umstand geschuldet, dass ich auf dem Land aufgewachsen bin. Von der Aufregung über die neueste Musik und die neuesten Moden bekam ich direkt kaum etwas mit. Ich las darüber, aber konnte diese schöne, immer wieder neue Welt, bis ich in den Besitz eines Führerscheins kam, nicht leibhaftig erleben. Ich machte Secondhand-Erfahrungen, etwa wie die Geschichtsstunden aus Büchern, aber an denen hänge ich immer noch. Sie haben mein Bild von Popmusik entscheidend geprägt und ich glaube, dass sie für ein tieferes Interesse an dieser Kunstform, die über den Moment und kurzen Kick hinausweist, grundlegend sind. Gerade in einer Zeit, in der alt und neu im großen Archiv des Internets gleichberechtigt nebeneinander stehen und man jederzeit Neues entdecken kann,
das eigentlich schon uralt ist. Die Vergangenheit ist niemals wirklich vergangen. Sie fließt immer weiter durch alles hindurch, was uns umgibt, erzählte mir im Januar 2019 der kalifornische Rhythm and Blues Musiker Nick Waterhouse, Jahrgang 1986. Er nimmt seine klassischen, nach alten Zeiten klingenden Lieder immer noch mit analogem Equipment auf und hält die digitale Welt für Teufelszeug. Aber das, was da durch die Gegenwart fließt, kann eben auch ein Stream sein. Hätte ich Waterhouse, der durchaus ein Mann unserer Zeit ist und keineswegs ein ewig Gestriger, ein paar Jahre früher getroffen, hätte ich mir seine Antwort borgen können, als mich ein Freund mit der Frage aufzog, worüber ich denn schreiben würde, wenn Paul McCartney, Bob Dylan, die Rolling Stones und Neil Young mal tot seien. Ich sagte damals ein bisschen übermütig, ach, ich werde dann einfach der Joachim Kaiser der Popmusik, der schreibt auch über 100 Jahre nach dem Tod von Richard Wagner noch immer über den. War natürlich nicht ganz ernst gemeint, denn erstens schreibe ich selbstverständlich oft über neue aufregende Musik und zweitens unterscheidet sich die klassische Musik von der Popmusik ja in Aufführungspraxis und Rezeption beträchtlich. Aber Kaiser veröffentlichte 2012 unter dem Titel »Sprechen wir über Musik« ein unterhaltsames und lehrreiches Buch, in dem er Fragen seiner Leser zur klassischen Musik beantwortete, die in der Zusammenschau so etwas wie eine kleine Klassikkunde ergaben. Nun bin ich ebenso wenig mit dem 2017 verstorbenen Klassikpapst zu vergleichen wie die sogenannte Unterhaltungsmusik mit der Ernstmusik. Doch die Idee seines schmalen Bandes gefiel mir. Das Dialogische und Offene, Unakademische und Anekdotische daran. Denn auf diese Art kommuniziert man ja in der Regel auch über Popmusik. Also sammelte ich Fragen, die mir in Mails und auf Podien gestellt wurden, über die ich mit Freunden, Bekannten und Unbekannten in Kneipen und bei Konzerten diskutierte. Daraus ist nun Pop eine Gebrauchsanweisung entstanden. Ein Buch, das der Musik, die ich liebe, die Bedeutung zugesteht, die sie verdient und dabei im Gegensatz zu den oben genannten Standardwerken nicht den Anspruch hat, etwas ein für alle Mal zu fixieren. Es ähnelt eher einer Karte, die man liest, aber dann wegwirft, um sich gezielt zu verirren. Denn nur wenn Regeln missachtet, Dinge missverstanden, in Frage gestellt, umgedeutet und gegen ihren eigentlich intendierten Zweck verwendet werden, wird das prächtige Spiel namens Pop spannend bleiben und weitergehen. Und das tut es glücklicherweise Tag für Tag. Schön, dass du dabei warst. Das nächste Mal beschäftigen wir uns mit der Frage, welche Musik vor Pop populär war und was man über sie wissen muss. Unter anderem in diesem Kapitel Miles Davis und Paul Whiteman. Abonniere gern meinen Kanal, damit du keine Videos mehr verpasst. Und wenn du mich unterstützen möchtest, kannst du dies über Patreon tun. Den Link gibt's in der Infobox. Bis zum nächsten Mal.